Gott verbunden. Das ist wahrlich ein Begriff, den wir aus der ignatianischen Spiritualität kennen. Familiaritas cum Deo, vertraut sein mit Gott. Der selige Pater Meyer kam aus einer gut katholischen Familie und dort erlebte er, was es heißt, mit Gott verbunden sein, aber auch mit den eigenen, mit seinen Geschwistern, mit seinen Eltern, wissend, auf die kann ich mich verlassen, da bin ich nicht verlassen, denn sie sind da für mich. Dies hat er mit dem Eintritt in den Jesuitenorden noch vertiefen können. Denn für Ignatius ist es ganz wichtig, sich auf Gott hin auszurichten, sich von ihm sagen zu lassen, was es heißt, er ist es, der mit mir den Weg des Lebens geht. Und wir haben hier wiederum ein großes Beispiel bei den Aposteln, das ist der heilige Johannes, der Evangelist. Er war wahrlich mit Christus innerlichst verbunden. Man könnte ihn auch nennen den Mystiker, denn er hat es verstanden. Er wird genannt der Lieblingsjünger. Ich denke, Pater Meyer hat sich da durchaus etwas abgeschaut, sowohl wie zuvor vom guten Johannes dem Täufer, dem Tröster, und auch jetzt bei Johannes dem Evangelisten, dass er sich gesagt hat, ich richte mich ganz auf Gott hin aus. Und das war es, was er durch die ignatianische Spiritualität bestens für sich verinnerlichen konnte, Schritt für Schritt. Und in seinem Pläviergebet hat er wohl am Abend auch sagen können, Herr, du hast mich erhört, ich danke dir. Egal, was ihm im Leben widerfuhr, er wusste, ich bin nicht allein, sondern ich bin es, der von Gott gerufen wurde, wie so schön im Alten Testament heißt, ich habe dich beim Namen gerufen und ich habe dich in meine Hand geschrieben. Das dürfen wir uns alle sagen, Getaufte wie Nichtgetaufte. Wir sind von Gott Gerufene, in seine Hand geschrieben. Unser Leben ist sozusagen ganz in seinen Händen. Eines darf ich sagen, Menschen lassen Menschen manchmal fallen wie eine heiße Kartoffel. Doch Gott lässt uns nie fallen. Selbst wenn wir im Fallen begriffen sind, ist er es, der uns auffängt, sozusagen im Fallen und sagt, da bin ich. Dieses Da bin ich geht zurück auf die Begegnung des Mose von dem brennenden Dornbusch, wie er wissen wollte, was geht hier ab. Und siehe da, die Stimme sprach, ich bin der ich bin. Ich bin da, jetzt mit dir, werde in deinem Leben immer mit dir sein. Dies konnte der selige Pater Meyer für sich in seinem Leben verwirklichen. Er ist es, der den Menschen Mut gemacht hat, du bist nicht allein, du gehst den Weg mit Gott. Und ich denke, wir haben zwei, die mit uns den Weg des Lebens gehen. Ich sage gern, wie das kleine Kind von den Eltern begleitet wird, haben wir Jesus auf der einen Seite und Maria, die Mutter des Herrn. Sie sind die Begleiter in unser Leben, durch unser Leben. Und eines Tages stehen wir vor dem Herrn und er ist, der sagt, komm, du hast gut gearbeitet, das, was daneben ging, ich bin es, der barmherzig ist zu dir und zu allen. Herr, wie du willst, soll mir geschehen, und wie du willst, so will ich gehen, hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir Gewinn, genug, dass ich dein Eigen bin. Herr, weil du es willst, drum ist es gut, und weil du es willst, drum habe ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht. Amen. Auf die Fürsprache des seligen Pater Rupert Meyer segne euch der gütige, lebendige, treue und wahre Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Thank you.
sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein.